Im Jahr 1835 brach in New York ein Großbrand aus, der im Südosten Manhattans wütete und Schäden in Millionenhöhe anrichtete. Er stand am Anfang einer Reihe großer Stadtbrände in den USA, die die Notwendigkeit einer Feuerversicherung für Stadtbewohner offenbarte. Während das Land mit den Bränden kämpfte, wurde 1859 die Germania Fire Insurance Company gegründet. In ihren Diensten standen zahlreiche prominente Deutsch-Amerikaner. Der Name Germania ging auf die deutschen Einwanderer zurück, die zwischen 1848 und dem Ausbruch des Bürgerkriegs auf der Suche nach politischer Freiheit nach Amerika strömten. Die von dem bekannten deutsch-amerikanischen Architekten Carl Pfeiffer entworfene Filiale in Kleindeutschland eröffnete im Jahr 1870 in der Bowery 357. Im Bauantrag wurde das Gebäude in der Bowery 357 als Bürogebäude ausgewiesen, doch war es seit der Eröffnung von Mietern bewohnt. Man nimmt an, dass es hauptsächlich als Wohnhaus geplant war. Durch die falsche Angabe zur Gebäudenutzung konnte die Versicherung verschiedene Auflagen für Mehrfamilienhäuser, wie etwa Feuertreppe, umgehen. Freilich war das ein merkwürdiges Verhalten für eine Feuerversicherungsgesellschaft, deren Hauptzweck der Schutz ihrer Kunden war. Da sich im Zuge des Ersten Weltkrieges eine deutschenfeindliche Stimmung ausbreitete und die Versicherung mit einem Namen belastet war, der auf deutsche Wurzeln oder Zugehörigkeit schließen ließ, verhielt man sich so, wie es jedes amerikanische Unternehmen getan hätte und taufte sich am 1. März 1918 um in die National Liberty Insurance Company of America. Und um keinen Zweifel an der amerikanischen Gesinnung zu lassen, warb das Unternehmen mit Plakaten in den Filialen Rekruten für die Marine an. 1930 übernahm die New Yorker Home Insurance Company das Unternehmen. Und am Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde auch der Name National Liberty Insurance Company of America fallen gelassen. Im Lauf der Zeit wurde das Haus in der Bowery 357 abwechselnd als Gewerbe-, Industrie- und Wohngebäude benutzt. Doch heute dient es ausschließlich als Mietshaus.